Gute an dem Unternehmerinnensein ist, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffen kann, dass ich keinen unterworfen bin und dass es mir so viel besser geht als eigentlich in der Männerwelt, wo ich das machen musste, was mir angeschafft worden ist, wo ich gewusst habe, das ist einfach nicht korrekt. Ich versuche die Patienten dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden. Ich möchte ein Angebot schaffen für Leute, die im Bezirk wohnen, die keine langen Anfahrtswege haben, die nicht nach Wien können zu irgendwelchen Spezialisten. Sozial ist es auch so, dass wir in dem Förderprojekt Wundmanagement Burgenland arbeiten und für sozial Schwache stelle ich den Laser zur Verfügung, stelle ich Verbandsmaterialien oft zur Verfügung, die jetzt von der Kasse nicht übernommen werden und die bekommen das trotzdem. Der ganz große Wunsch wäre, die Bürokratie ein wenig einzudämmen. Der Papierkrieg ist ein Wahnsinn, auch für die Patienten. Ich würde sagen, 90% meiner Patienten würden keine Förderung erhalten, wenn sie nicht die Unterstützung von den Angehörigen bzw. von mir hätten, überhaupt das Modell einzureichen. Die können das, die haben, sind weder online noch können sie das ausdrucken und das Ganze geht zum Großteil über den Computer schon und die könnten das alle nicht. Die Corona-Zeit war sehr herausfordernd für mich, weil ganz viele Patienten aus dem Krankenhaus entlassen wurden und dann plötzlich nicht mehr gewusst haben, wo sie hin sollen. Ja, und da ist sehr viel Arbeit angefallen an nicht versorgten Patienten, die ja, coronamäßig sich viel mehr gebraucht hätten für die eigene Krankheit, aber alle anderen Sachen. Nicht alle anderen Sachen. Corona ist an erster Stelle gestanden. Mhm. Ja. Und diese Folgeerkrankungen, die jetzt noch kommen, die kommen sicher auch noch. Das gesamte Zentrum war quasi gesperrt, weil es konnte keine Gruppentherapien angeboten werden, es konnte kein Fitnessraum angeboten werden. Und es ist noch immer eigentlich nicht wirklich ausgelastet. Weil ich habe das Gefühl, die Leute trauen sich auch gar nicht mehr so in die Gruppe oder wissen nicht, brauche ich jetzt Maske, muss ich geimpft, muss ich getestet. Also der Aufwand, in eine Gruppe zu gehen, glaube ich, ist doch noch relativ groß und da haben sie schon noch ein bisschen eine Scheu davor. Dankeschön.